Suli, Suli, komm doch Einhörner im Pferderanch Erweiterungspack. Die Vorschaubilder der Objekte aus dem Kauf- und Baumodus und aus dem Ersteller 1 Sim, die waren kurzzeitig verfügbar in der EA-App und die gucken wir uns heute mal genauer an. Doch hier jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los. Dankeschön! So, wir starten mit dem Kauf- und Baumodus. Hier haben wir einiges an Objekten, die wir mal durchgehen. Und wir fangen mal oben an. Wir haben natürlich neue Texturen. Und das ist für die Wände. Und also hier für die Wände, hier auch für den Boden. Wahrscheinlich auch für die Decken, weil das haben wir ja gesehen, dass man dieselben Texturen auf dem Boden auch in der Decke machen kann. Das kommt aber wahrscheinlich mit einem Spielupdate. Aber hier gibt es dann neue Texturen mit dem Pferderanch Erweiterungspack. Das wird ein Ball sein für die Pferde. Hier haben wir den Druck, ne? Fenster hier. Finde ich auch sehr schön, ne? Auch für die verschiedenen Wandhöhen wieder mitbedacht. Sehr, sehr cool. Richtig große Glasfenster auch. Natürlich hier mit Querstreben. Hier so ein bisschen was, ne? Mit so Fensterläden. Perfekt für die Ranch. Ich glaube, das ist eine sehr gute Auswahl, auch vom Umfang her eines Erweiterungspacks würdig, was wir hier alles haben an Fenstern und auch die Scheunentore, sehr, sehr schön, hier auch so eine Eingangstür mit rechts und links, diesen Toren dann noch, richtig cool, also auch verschiedene Stile, hier einmal mit so einer Aufhängung, hier oben so ein bisschen schlichter, ne? Also ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung soweit, sieht auch so vom, ja, haben wir auch im Trailer gesehen, ne? Ganz gut eigentlich aus und jetzt haben wir damals so ein bisschen Überblick, was wirklich alles drin ist. Wir haben auch hier jetzt noch so ein Vordach, das wird wahrscheinlich so ein Dachdeko-Element sein, ne? So ein Gaubendachfenster, sowas in die Richtung hier auch. Dann haben wir hier ein Hochbett, ein neues, ein Stockbett für die Kinder, ist das wahrscheinlich, oder ist das Kleinkinder oder ist das normal? Ich glaube, das ist normale Größe, ne? Ja. Dann haben wir ja hier ein Doppelbett. Okay. Hatten wir so auch noch nicht. Schöner rustikaler Schrank. So einen ähnlichen gibt es, glaube ich, schon in Landhausleben. Oder war das die Badkommode? Auf jeden Fall gibt es sowas schon in die Richtung. Vielleicht passt das auch zusammen. Da müssen wir abwarten, ob die Texturen und so auch zusammenpassen. Dann haben wir hier einen Stuhl. Den haben wir auch schon in der Trailer-Analyse gesehen. Mit diesem Kuhmuster oder Fellmuster. Dann haben wir hier auch schon eine Bank. Ja, dann haben wir mit zwei Kissen drauf, ist gar nicht so schlecht, ne? Ich mag das immer, wenn die auf die Couch, dass wir so Kissen drauf machen. Dann haben wir hier auch nochmal so ein Doppelbett, das sieht ein bisschen aus wie das aus dem Basecamp mit der Sonnenblumentextur oder mit diesem Künstlerding, ne? Mit diesem Künstlerbettwäsche da, die. Ja, hier ist so ein kleines Schränkchen. Oh, der ist auch schön, so ein Spiegelschrank mit so einem Oval. Sehr cool. Eine lange Deckenlampe. Da müssen wir mal gucken. Das ist ein bisschen blöd, dass die das nicht richtig sortiert haben. Aber vielleicht gibt es da noch andere Höhen. Das werden jetzt die Tanzflächen sein. In 3x3, 4x4, 5x5. Hier die Sprung. Elemente, ne, für die Pferde und auch die Eimer. Also es sind ja verschiedene Aktivitäten, die Pferde hier machen können. Ne? Hier ist um die Eimer drumherum. Und hier drüber springen. Da gibt es auch verschiedene Varianten. So ein bisschen was, ja, offizielleres und das hier so ganz simple Balken einfach. Das wird ein Zaun sein, nehme ich an. Es könnte aber auch eine Bodentextur sein oder ein, ja. Ja, Zäune sehen, glaube ich, immer anders aus. Das ist hier auf jeden Fall eine Tapete. Jetzt sind das auch Spandrillen oder irgendwie so. Das ist schwierig. Vielleicht wisst ihr das auch oder könnt es abschätzen. Dann haben wir hier so Ranch-Tore. Das ist auch spannend. Das ist nicht aus dem Debuggen-Objekt, ne? Die sehen ja sonst immer so aus. Die Debug-Sachen sind ja hier auch gar nicht drin. Also wir haben ja eine neue Welt und was da rumsteht, haben wir auch noch im Debug. Das ist hier jetzt heute nicht dabei. Das ist wahrscheinlich, Fragezeichen, so eine Weidefläche, ne? Also wo Gras quasi wächst. Fragezeichen, weiß ich nicht, aber das wäre für mich naheliegend. Das ist der neue Barbecue-Grill. Dann haben wir hier was, das sieht auch aus im ersten Moment wie eine Tanzfläche, aber ich glaube, das ist für das Pferd, für den Stall oder auch für die Zwergziegen und Schafe so ein Bereich quasi. Die sind ja nicht gebunden an den Stall, die können ja frei rumlaufen, aber ne, dass sie dort sich hinlegen oder eben sich aufhalten. Ja, ich denke, das ist sowas dafür. Dann haben wir hier einen Stuhl. Dann gibt es hier noch Einzelbetten. Auch hier wieder, ne, passend zum Doppelbett, finde ich ganz gut. Und hier ist so ein bisschen was Schlichteres auch wieder. Also wir haben so ein bisschen was Nobleres dabei immer wieder, ne? Und auch so sehr rustikale Sachen. Also das ist so ein bisschen die Mischung hier. Rustikal, bisschen nobler, ne? Mit Leder und richtig teure Couch hier wahrscheinlich. Und dann haben wir hier, das wird ein Schreibtisch sein, könnte aber auch so eine kleine Bank sein. Dann haben wir hier so ein Sideboard, ja, Sessel, ne, auch noch so Tischchen, Couchtisch wahrscheinlich, Beistelltisch, dann so ein Esszimmerregal, so ein Wandregal wird das sein. Oh, ist auch sehr schön, hier ein Sessel mit Überhang, mit so einer Decke drüber, ne, so ein bisschen
aus alt macht neu, versteckt das, versteckt den Crunch. Ja, hier wieder das rustikale Bett, ne, hier wieder das, so, da war der Vergleich. Und wir haben sogar nochmal ein weiteres. Und das hier, oder das ist, glaube ich, warte mal, das ist das für das Hochbett hier, der Stil. Mhm, das ist hier der Stil, okay, dann haben wir sogar drei Stile. Dann haben wir, ja, hier nochmal so ein Couchtisch, das wird eine Garderobe sein, denn wir haben Garderobenstange, ne, Schrankstange, wie auch immer. Denn wir haben auch noch hier so Klamotten, ne? An Kleiderhaken. Sehr, sehr cool. Dann hier normaler Spiegel, ne? Sideboard, okay, was man so braucht. Standard, ne? Das werden wahrscheinlich diese Plaketten sein, wie sie im Blog geschrieben haben. Dass man die an das Ranch-Tor ankleben kann. Aber es könnten auch die sein oder das gehört zusammen. Wie gesagt, ist nicht sortiert. Das ist hier dieses Nektar, diese Nektarstation zum Traubenstampfen und Nektar herstellen. Kein Wein in Sims, nur Nektar. Das ist so ein kleines Tischchen, ne? Dekotischchen, Hocker. Hier, das wird ein Teppich sein. Da bleibt es auch spannend, was für Texturen da natürlich jeweils immer da drunter sind. Und hier so Vasen, Tischlampe. Oh, das wird so ein Schild sein in der Nachbarschaft wahrscheinlich, ne? Oder? Wo man so gucken kann, was ist so los in der Gegend. Vielleicht gibt es auch so Reitevents, Termine dort. Das kennen wir schon, so Art Schilder aus anderen Erweiterungspacks. Das ist hier nochmal ein Scheunentor, ja? Könnte auch ein Fenster sein, das man so aufschieben kann. Aber ich nehme eher an, es ist eine Tür, weil das vom Stil her hier so wie die aussieht. Und das ist ja so mit zwei Dingern, ne? Und das wäre dann das Pendant mit einem Ding. Wobei das auch noch offen bleibt. Aber ich glaube, das ist eine Schiebetür. Dann haben wir hier noch genau die. Das ist ein Durchgangsbogen. Badezimmerregal. Also wir haben es ja wieder alle Zimmer hier bedacht. Auch finde ich sehr gut. Und wir haben sogar eine Küche dieses Mal. Muss man schon echt loben wieder, weil sonst haben wir das irgendwie nie. Dusche, Waschbecken. Ah, nochmal Fenster hier. Guck mal an. Das ist ein großer Esstisch. Das wären so Zaumzeug, Leinen oder was, ne? So eine Garderobe sein. Hier auch, ne? Wieder mit so einer Stange. Dann haben wir hier noch so ein kleines Tischchen. Das ist, was ist das? Ist das für die Küche so ein Regalding, oder? Ist das für die Scheune? Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier noch für den Sattel, ne, so zum drüberhängen. Wenn der mal nicht in Gebrauch ist, eine Bar, Schreibtisch. Oh, der sieht auch sehr detailliert aus, da bin ich gespannt. Runder Esstisch, eine schöne Sitzbank, wie ich finde. Und aber sowas Ähnliches hatten wir auch, glaube ich, einen Hund und einen Katzen, ne? Also das wird schon wieder ein bisschen, ja. Ja, auch der Barhocker. Ich weiß nicht, so einen Barhocker braucht man eigentlich auch nicht mehr, ne? Bei 20.000 Barhocker, ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Barhockern machen soll. Das ist ein riesiges Bar-Rückseitenobjekt. Das neue Klavier, genau. Dann haben wir hier, das ist das Stalltor. Das ist auch noch ein Teppich. Und hier haben wir dann das Heu. Wie gesagt, man muss ja so Gras quasi ernten und dann, dass man den Tieren was zum Füttern hat. Das ist nicht so einfach draufklicken, sondern man muss das anscheinend wirklich sammeln. Und ich nehme an, man kann das damit quasi anbauen, dass das da wächst oder so. Ich bin da ja gespannt. Ich weiß es noch nicht. Das ist entweder, ich glaube, das ist ein Wandtattoo, weil die Teppich, könnte auch ein Teppich sein, weil das so flach aussieht, aber so ein Schäfchenteppich oder irgendwie sowas, ne? Vielleicht ein bisschen was fürs Kinderzimmer oder ein bisschen was Cutes. Hier ist so eine Wandlampe. Oh, ein riesiger Kronleuchter, muss man fast schon sagen hier. Dann haben wir einen Vorhang. Mhm, ja. Vorhänge. Und dann Badewanne, Kamin. Oh, der sieht auch sehr cool aus. Küchen. Ja, da bleibt es auch noch spannend, weil da gibt es ja immer die Runden und die Ecktheken und alles Mögliche, ne? Und auch die Oberschränke hier. Das ist spannend, weil da sind immer noch irgendwie 20 Objekte irgendwie drin. Mit verschiedenen Stilen. Das ist eine neue Wandtextur, wahrscheinlich passend zu diesem Kamin hier. Wandlautsprecher, da wird es eine neue Radiostation wahrscheinlich gehen. Westernmusik oder so. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommen die Lautsprecher immer nur rein. Das ist für Gemeinschaftsgrundstücke, dass man einen bestimmten Musikstil dort quasi laufen lässt. Lagerfeuer, neues. Mhm. Eigentlich muss ich sagen, also wir haben eigentlich bisher nichts komplett Neues entdeckt, bis auf die Nektarstation. Alles andere sind nur neue Modelle von schon bestehendem. Neben natürlich den Pferdeobjekten, aber das wird es dann auch wahrscheinlich gewesen sein. Das bleibt auch noch spannend, aber es ist so ein bisschen, ne, das Gleiche, was wir schon haben, Badewannen und so weiter, Theken und so. Also nichts Innovatives, sondern einfach nur in neuem Gewand, aber mit selber Animation und Gameplay, wie es schon in anderen Packs gab oder, ja. Ja, Schaukelstuhl gibt es auch in anderen Packs, Lagerfeuer gibt es in anderen Packs und so weiter, ne? Das ist zwar, ja, Klavier gibt es in anderen Packs, das meine ich damit. Okay, dann haben wir hier noch so einen Aufsteller, das ist auch nochmal so ein Ranch-Tor wahrscheinlich.
Ja, das sind so, ist so eine Pferdestatue. Hier ist so ein schönes Deko-Wasserding. Mal gucken, ob man da auch das Wasser auch für die Ziegen dann rausholen kann. Was ja ganz cool ist, wenn man die auch, wenn man da auch eine Tränke nämlich hat. Das bleibt auch noch spannend, weil für Hunde und Katzen haben wir immer nur Futter gehabt und kein Wasser, was eigentlich total komisch ist. Das ist auch so ein riesiges Schild, haben wir schon in der Trailer-Analyse gesehen oder so, ne, für die Preisverleihungen. Schöne rustikale Holzbank. Das ist interessant, das wird... das ist wirklich spannend. Also das wird vielleicht für die Zwergschafe und Ziegen so ein kleines Häuschen sein. Nehme ich jetzt mal an. Sieht da ein bisschen aus wie ein Hühnerstall, aber Hühner sind ja da nicht enthalten. Die waren ja in Landhausleben, ja. Garderobe hier, das ist so ein Deko-Ding mit Kerzen oder was, ne? Bild, okay, Fässer, hier Schränkchen, bisschen Deko für die Wand, Schaukelstuhl, genau, also nicht nur, wenn ihr die Vorbesteller-Sachen euch holt, bekommt ihr einen Schaukelstuhl, ein normaler Schaukelstuhl ist hier auch mit dabei, ohne Vorbesteller oder nicht Vorbesteller, also Early Buyer, bis zum 31. August, wenn ihr es bis dahin kauft, bekommt ihr ja drei Objekte noch dazu und eines davon ist der Schaukelstuhl, falls ich nicht mitbekommen habe. Das ist so ein Zauntor, ne? Blumenvasen in so Milchkannen, sehr schön, dass dieses Eimerobjekt zusammengeklebt, alles leider. Oh nö. Okay, und hier haben wir jetzt so, ne, so Gegenstände für die Scheune. So Kisten hier auch wieder. Das wird für die Weinherstellung wird das alles hier die Deko sein. Da können wir so einen Weinkeller machen quasi. Finde ich sehr cool. Das sind so Aufbewahrungstruhen. Wahrscheinlich auch wieder so eine Box oder so, um was reinzutun. Kochlöffel, das ist jetzt Küchendeko hier. Ja, oh, das sieht auch gut aus. Hier dieser Korb. Ja, da dachten wir, aber das ist ein Dekoobjekt, also auch aufgeklärt in der Trailer-Analyse. Da dachten wir, vielleicht gibt es Korbflechten oder so als neue Fähigkeit, aber dort. Dekoobjekt. Wie es jetzt hier aussieht, also Banner, Plakate, Bilder. Oh, das ist auch interessant, dieser Anhängerwagen für die Pferde. Wahrscheinlich wird man da drin Wuhu machen können, würde zumindest naheliegen. Oder es ist nur ein Dekoobjekt, das kann auch sein. Aber fände ich ein bisschen schade und wäre auch ein bisschen komisch, wenn es im Kaufmodus drin ist. Wenn es im Debug drin wäre, hätte ich gesagt, okay, ist nur Deko, aber wenn es im Kaufmodus ist, vielleicht ein neuer Techtelmechtelort. Hier auch nochmal für die Scheune an sich, also für die Pferdeunterbringung, ne? So Schiebetüren. Dann haben wir hier noch Lampen, so Aufsteller, hier auch noch Kronleuchter, noch mehr hier für verschiedene Größen hier, geil. Die Fässer, das ist eine neue Bodentextur, so Steine oder auch Deckentextur jetzt ja, ne? Kommt wahrscheinlich mit dem Update, dass man die Decken auch einfärben kann. Ist aktuell zumindest die naheliegende Spekulation. Kamin hier, Fässer, oh, das ist auch interessant. Das wird ein Schlafsack sein, auch wieder verwertet aus Zusammenwachsen, also... Ja, da können sie wenigstens ein paar Packs überspringen, wenn sie was wiederverwerten. Das ist auch nochmal ein Fass, ne? Also wo die, es gibt verschiedene Fässer, wo die Pferde drum rumspringen können. Vielleicht auch für den Wein, man weiß es nicht. Ja, so Dekoobjekte für die Wand oder für das Ranch-Tor, Ranch-Bogen wird das, ja, das werden die Plaketten sein, ne? Ja, ja, oh cool. Cross-Pack-Bear-Gameplay, Leute. Weil Lamas und Hühner und Kühe sind nämlich in, Dings hier in anderen Packs mit dabei. Und oben haben wir es auch schon gesehen. Ne? Das sind ja die Pferde und die Ziegen auch. Also kann man auch gut eine Farm oder eine Ranch bauen mit weiteren Tieren aus anderen Packs. Das ist die Kuhpflanze hier, falls ihr euch fragt. Freezer Bunny. Ist auch witzig, wie man das bekommt. Und ja, Klohäuschen, Wuhu Busch, wieder mal ein neuer. Das ist jetzt die Tränke, genau. Also Tränke haben wir auch. Das wird auch dieses Stampfding da sein, oder? Ja. Mal gucken. Und das bleibt spannend, das weiß ich nicht. Es sieht ein bisschen komisch aus für eine Bodentextur oder Deckentextur. Könnte aber sein, dass es vielleicht, und das ist die Hoffnung, aber es ist sehr vage, vielleicht ein Glasboden ist. Also, dass wenn man das einfärbt mit dem Ding, dass es dann durchsichtig ist. Keine Ahnung. Das hatten wir früher, fand ich sehr cool. Für manche Builds macht das Sinn. Es könnte aber auch eine neue Dachtextur sein, also statt Schindeln, ne, Glasdach. Könnte auch sein, aber dann würden wir eigentlich Streben sehen. Die haben sie bei den anderen reingemacht. Bleibt spannend, was das ist. Das sieht ein bisschen mehr, also weil es halt auch nicht seamless ist. Ne? Also das ist das Seamless, also ohne, wenn es hier aufhört, geht es hier wieder weiter, ohne dass irgendwie eine Naht zu sehen ist. Und hier ist es halt dunkel und oben ist es hell. Deswegen, also könnte auch so eine Glasschattierung sein. Ne? Das visualisiert man oft auch so. Könnte auch so sein. Ich bin gespannt. Vielleicht wisst ihr eher da noch was und ich bin irgendwie ein bisschen komisch. Hier noch ein anderes Zauntor. Das wird wie die Weinflaschenzaun. Normaler Zaun, Baumodus. Dekoteller, sehr gut. Und Töpfe für die Küche. Und hier nochmal Bodentexturen. Das ist, glaube ich, ist das ein Radio oder ist das eine Uhr? Oder was ist das denn? Irgendwie so sieht das aus. Ja.
Das finde ich wieder ein bisschen komisch. Die Bäume, die gibt es schon im Base Game und in anderen Packs und so, außer den hier, weil die beiden gibt es schon, auch die Pflanzen und so, die waren sonst auch im Debug. Komisch, dass die hier aufgeführt werden. Diese Sachen sind eigentlich sonst im Debug drin. Gibt es auch schon genau dieses Objekt. Finde ich ein bisschen komisch, aber mal gespannt. Das ist auch nochmal eine neue Boden- bzw. Deckentextur, Sideboard, also ein kleines Kaminöffelchen hier und dieser kleine Zwergenbauwagen, da ist das, ne? Und nochmal ein Schlafsack hier. Okay, dann gehen wir weiter zum Kass. Das geht ja jetzt doch länger, als ich dachte. Da ist schon einiges, oder? Was sagt ihr? Great a Sim haben wir hier. Natürlich die Pferde, ne? Das Zaumzeug hier, klar. Sattel, zwei verschiedene. Western und Englisch ist das, glaube ich. Bin aber kein Experte. Ja, Hufen, Schweife, verschiedene Haare. Und ja, hier hinten und vorne. Und die Decken hier. Wir haben da unten, habe ich schon gesehen, es gibt nochmal hier so eine Decke, was ganz geil ist. Und da gibt es dann verschiedene, ja, Arten davon, die man dann wahrscheinlich wieder sehr weit umfärben kann. Sollen ja bis zu 30 Rassen reinkommen, ungefähr haben sie gesagt, im Behind the Sims Summit Stream. Also das bleibt, ist ja hier natürlich nicht zu sehen, aber man sieht hier auch nochmal, ne, die Frisuren, wenn wir mal die Pferde weitermachen, was es da für verschiedene gibt. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Was sagen die Pferdekenner? Ne, mal so ein, hier so ein Scheitel, da ist ein bisschen länger, da mal geflochten und so. Ich denke, da ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Mal so ein Schweif hier mit so einem Band drumrum, rechts und links gekämmt, hier nur auf eine Seite gekämmt, glaube ich, mit so einem Zöpfchen hier ist das auch. Ja, ich denke, da ist eine gute Mischung. Ich bin gerade am überlegen, was der Unterschied zwischen dem und dem hier ist, aber das ist wahrscheinlich minimalst hier irgendwas anders. Ah ja, hier, der ist ein bisschen detaillierter, okay. Hier auch nochmal so ein bisschen Dreiviertelhufen. Hier ist ganz runter fast, ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier die Frisur natürlich auch für die Sims, sehr cool. Auch ein neuer Bart, sehr gut. Braucht man ja immer. Ein bisschen Abwechslung, da ja, das ist natürlich typisch hier, passt perfekt zum Stil des Packs, auch das Halstuch, sehr cool, dass es einzeln ist. Haben wir ja ein bisschen Angst gehabt in der Trailer-Analyse, dass das in irgendein Oberteil festgeklebt ist, ne, das ist ja auch oft so, aber das ist einzeln das Halstuch, das heißt, man kann das an viele Oberteile hinmachen, wo eben der Hals frei ist, ne. Und geht das dann immer. Ja, die Frisuren finde ich sehr schön, muss ich sagen. Auch hier wieder, na, pferdemäßig, so ranchmäßig passt das natürlich echt gut. Da haben sie drauf. Also die Frisuren auch vom Umfang her ganz gut. Natürlich haben wir hier verschiedene Altersstufen auch, aber ne, das ist ja dieselbe dann auch wieder, dass die, wenn die heranwachsen, dass die dann entsprechend dieselbe Frisur haben und nicht nur was komplett anderes. Hier auch die und die. Zumindest viele sind hier dabei, die, ja, die dann hier so quasi, ne, heranwachsen dann passend, aber nicht alle. Vielleicht sehen wir die aber später noch. Ja, Ranch Outfits, ganz klar hier. Oder auch nochmal ein Sattel, sehr gut. Dann, ja, Hosen. Ja, ist eigentlich relativ schlicht, hatte ich jetzt gedacht. Das ist ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen rustikaler, aber so ein bisschen mehr, so wie hier das, ne? So hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Schmutzig oder verwaschen, ne? Ein bisschen mehr verwaschen. Aber das erkennt man auf den Vorschaubildern auch nicht so ganz so gut, muss man ehrlich dazu sagen, wie das dann auch reflektiert und so im Cast. Das gucken wir jetzt natürlich an. Ja, hier auch noch mehr für die Pferde. Hier guck mal an, da gibt es auch noch einiges. Auch das bleibt natürlich spannend. Ich werde natürlich wieder ein Kass-Video machen, wo wir uns das dann ganz genau im Spiel angucken. Aber so für den Überblick jetzt mal finde ich das sehr, sehr nice. Also auch hier wieder noch mehr für die Pferde. Die Kleinkinder auch bedacht, sehr gut. Ja, Cowboy-Hüte natürlich sehr wichtig. Habe ich ja auch heute einen auf, wenn ihr gesehen habt vielleicht. Und hier dann so zum Zusammenknoten, das ist ganz schön. Und jetzt kommt hier das Einhörner. Wahnsinn, oder? Und für Fohlen auch. Guck mal, Baby-Einhorn. Das ist spannend. Ich hoffe, es ist nicht nur ein Deko-Aufklebbarer. Wisst ihr, wie ich meine? So ein zum Aufkleben. Und sonst hat es keine Funktion. Ich hoffe, es gibt ein bisschen wenigstens echtes Einhorn-Gameplay. Es ist immer so... Ich weiß, dass es nicht alle mögen, aber es gibt immer so eine kleine Gruppe auch, die das Magic ganz gern spielt und so ein bisschen mit Magic das verknüpft und dann wäre ein Einhorn schon geil und nicht nur ein Deko-Einhorn. Das muss man halt abwarten, aber es passt nicht ganz ins Thema, sehe ich auch ein, aber ja, da müssen wir mal noch abwarten, aber ich glaube, da ist nicht wirklich was tief drin, sonst wäre es in der Beschreibung auch mit dabei des Packs und das ist es ja gar nicht. Noch ein weiteres Halstuch, aber das ist auch schön so gelayert hier übereinander. Ja. Ja, ich finde jetzt aber, es ist nichts dabei. Also es sind einige Sachen, wo ich denke, oh, da haben wir doch schon so eigentlich, ne? Das ist sonst eigentlich nicht so der Fall. Und auch hier dieses mit dem
der Latzhose drüber über den Kleid. Das haben wir schon irgendwie. Auch das, dieses Oberteil. Also es ist so ein paar Sachen, auch das. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, ich weiß es nicht, aber das ist irgendwie jetzt nicht ganz so neu. Ich glaube, sowas haben wir sogar auch schon mit diesem Dings. Ja gut, auf jeden Fall, also das, ja, ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Sonst, wie gesagt, finde ich es immer ganz spannend, dass die wirklich Packs rausbringen und dann sagt man, ja, das haben wir noch nicht gehabt. Achso, ein Wallpulli oder hier ist sowas, das haben wir noch nicht gehabt. Und dieses Mal denke ich eher so ein bisschen, haben wir schon einiges gehabt. Nicht alles natürlich, aber schon ein bisschen was hier. Ah ja, das ist auch sehr schön. Okay, Helm natürlich auch. Oh, das ist ja mal cool. Guck mal diesen schönen Blumenkranz hier an. Und da haben wir dann noch so Strümpfe hier, sehr gut. Ah, Ohrringe mit Hufeisen, das ist ja mal süß. Und hier dieses Einhorn-Baby-Body-Ding, ist auch sehr toll. Aber ein bisschen wenig auch für Kleinkinder insgesamt, da muss man auch dazu sagen. Habe ich jetzt nicht so viel gesehen, das war wirklich übersichtlich. Ich glaube, das ist nur das hier für Säuglinge, was neu ist sogar. Dann haben wir hier noch ein bisschen was für Kleinkinder, aber es ist wieder sehr, sehr wenig, ne? Das wird ja auch immer öfter bemängelt, aber klar, ist jetzt kein Kleinkinderpack, aber selbst, ja, na, ist so ein bisschen so das Hin und Her bei mir. Ein bisschen mehr hätte es gerne sein dürfen. Oh, guck mal, hier noch mehr Bärte, sehr geil. Oh, das ist ja auch gut. Also, das finde ich ein bisschen komisch wieder. Schleifchen, okay, was ist das? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ohne alles, oder? Einfach ohne Mähne und hier ohne oben, ohne hinten. Nochmal ein paar neue Frisuren hier und die Schuhe, Cowboyhüte und Helm auch für die anderen Altersstufen, natürlich für die Kinder, die können ja auch reiten und hier nochmal andere Hufen. Okay. Ja, wenn euch das Pack gefällt, dann bestellt es doch über den Link in der Videobeschreibung. Damit supportet ihr mich, ohne mehr bezahlen zu müssen. Vielen lieben Dank. Habt ihr noch was entdeckt? Und wie gefallen euch der Umfang und auch die Inhalte an sich? Schreibt es mir in die Kommentare. Dankeschön, Daumen hoch und ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann, euer Daniel.